Frauen interessieren sich kein bisschen für die Sorgen und Probleme eines Mannes. Sie wählen jene Männer aus, die so wenig wie möglich davon haben. Und im Idealfall, von denen sie glauben, sie könnten ihre eigenen Probleme lösen. Frauen sind definitiv nicht komplizierter als Männer. Männer, die Frauen für kompliziert halten, drücken damit Komplexe und ihre eigene Unzulänglichkeit aus. Diskussionen mit einer Frau sind so fruchtbar wie ein Reiskorn in der Wüste. Mit Aus- bzw. Ansagen, anstatt zu diskutieren, ersparst du dir jede Menge Ungemach. Die Idee, jeder Mann könne jede Frau haben, ist absurd. Frauen sind super hypergam und unerbittlich in ihrer Auslese. Die Idee, jede Frau könne jeden Mann haben, ist zutreffend. Vorausgesetzt, die Frau sieht gut aus und es geht nur um Sex. Macht und Einfluss sind die einzigen und zeitlosen Aphrodisiaka für Frauen. Geld ist das, was in der Steinzeit die Keule war, und ein starker, gesunder Körper das, was in der Steinzeit ein starker, gesunder Körper war. Frauen haben Sex mit Männern, um Liebe zu bekommen, und Männer lieben Frauen, um Sex zu bekommen. Wäre dem nicht so, würdest du das Video nicht gucken, denn dann wäre keiner von uns hier. 5 der größten roten Flaggen bei Frauen sind: kann und will nicht kochen, versteht sich als Karrierefrau, kommt mit ihrem Vater nicht klar, mag keine Kinder, hat nur Party und Nachtleben im Kopf. Frauen sind übersexualisiert und oder karrieresüchtig, weil man ihnen seit ihrer Befreiung erzählt, Kochen, Waschen, Hausarbeit und Mütterlichkeit wären unter ihrer Würde. Beides jedoch macht sie für hochwertige Männer als Beziehungsmaterial unattraktiv. Wenn eine junge Frau, die von sich gibt, sie könne Kinder und Ehe auch noch mit 35 haben, ihre Zukunft sehen will, kann sie bei Tinder ihr Profil auf 35 bis 45 stellen und sich an der gähnenden Leere von Männerinteresse erfreuen. Und dann kann sie sich schon mal mit Katzenfutter eindecken. Je mehr man versucht, Frauen davon zu überzeugen, sie können alles so gut wie Männer, desto mehr verlieren sie Einzigartigkeit und Weiblichkeit. Frauen sind nicht geschaffen, um alles zu tun, was Männer können, sondern um das zu tun, was Männer nicht können.